Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von PC-Tipp, Tipps und Tricks. Heute soll es darum gehen, wie ihr könnt Videodateien, die ihr auf eurem Fritznas gespeichert habt, wieder das könnt streamen. Und vor allem, wie ihr das könnt streamen, wenn der Fritz Media Server das Format von dieser Datei vielleicht nicht unterstützt. Das ist beispielsweise der Fall bei .avi. Was ein bisschen blöd ist, weil AVI ist doch noch recht verbreitet bei diesen Files. Ihr seht, ich als Beispiel, wenn ich jetzt da drauf drücke, so eine AVI-File, heisst es nachher, das Video kann nicht angezeigt werden. Es gibt aber eine Lösung. Ihr müsst das File da dazu nicht einmal downloaden. Ihr könnt es auch anderweitig streamen. Und ich zeige euch jetzt wie. Kurz vorausgeschickt, für den Trick müsst ihr das FritzNAS installiert haben und Dateien drauf haben. Wenn ihr noch kein FritzNAS installiert habt, dann findet ihr unten in der Bio von dem Video findet ihr einen Link zu der Anleitung, wie man das einrichtet. Ich zeige euch jetzt das. Ihr loggt euch auf eurer Fritzbox ein, drückt auf FritzNAS und dann habt ihr hier die entsprechenden Dateien. Ihr führt einen Rechtsklick aus drauf und drückt hier auf den Optionsbutton freigeben. Es erscheint ein kleines Fenster. Ihr könnt das auch noch ein bisschen verifizieren, indem ihr sagt, okay, der Freigabezeitraum ist 3 Tage. 3 Tage lang soll der Link funktionieren und für irgendwie 10 Zugriffe oder nur ein Zugriff, wie halt immer ihr wollt. Ihr drückt nachher hier auf Zwischenablage kopieren. Und jetzt ist er in der Zwischenablage. Anschließend Media Player starten, lokal auf eurem PC oder auf eurem Laptop. Den, was ihr halt am liebsten mögt. Ich mag jetzt den VLC Player. Er muss einfach eine Streaming-Option haben. Der VLC Player ist gratis, spielt fast jeden Codec ab, also ich würde den empfehlen. Dann drückt ihr hier auf Medien und auf die Option Netzwerkstream öffnen. Und dann pastet ihr da einfach den Link rein, den wir hier vorher generiert bekommen haben von der Fritzbox. Und drückt auf Wiedergabe. Und dann ist der Teil am Laden. Und wie ihr seht, wird es abgespielt. Es ist aber normal, dass je nach Qualität vom Video das ein bisschen braucht für den Bildaufbau. Das ist normal. Aber so auf die Art könnt ihr das streamen, auch wenn der Fritz Media Server das Format nicht unterstützt. Ja, das ist es schon wieder gesehen von mir. Ich hoffe, der Tipp habt ihr nützlich gefunden. Wenn ihr mehr so Tipps gesehen wollt, dann geht doch auf unseren Channel, klickt einfach drauf, vielleicht wollt ihr ihn auch abonnieren. Und dann findet ihr dort mehr Content. Ich verabschiede mich. Macht's gut, alle zusammen.